Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Vielen Dank. Dankeschön an Sie. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen an Sie zu Hause. Ich freue mich sehr heute Abend über meinen Gast Auf ein Bier mit Wolfgang Groß. Und wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und sagen, Wolfgang Groß, 40 Jahre lang war er, müssen wir leider in diesen Tagen sagen, war er Geschäftsführer der Hilfsorganisation Humedica. Und er hat sie selbst mit ins Leben gerufen, damals vor mehr als 40 Jahren. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Groß. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Zum Einmal zum Wohl an Sie, an Sie natürlich auch, an Sie zu Hause. Sie haben, Herr Groß, mehr, und das ist eine unglaubliche Summe, mehr als 257 Millionen Euro Spendengelder gesammelt, fast 260 Millionen in dieser Zeit. Was löst diese Summe in Ihnen aus? Erstaunen. Denn als ich 25 war und wir die Organisation gegründet haben, haben wir natürlich niemals damit gerechnet, dass sich Humedica in der Weise entwickeln würde. Wir hatten einfach das Gefühl, wir müssten anderen Menschen helfen und haben einen eigenen Verein gegründet. Aber was daraus werden sollte, haben wir uns nie überlegt. Wie kam das damals, 1979, dazu, dass Sie gesagt haben, lass uns Humedica ins Leben rufen? Der letzter Ausschlag war eine Interrail-Reise meines Bruders mit einigen Freunden. Da kann man ja als bis zu 26-Jähriger von Nordnorwegen bis nach Nordafrika fahren. Weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Doch, gibt es heute auch noch. Ja. Und da sind die in letzter Konsequenz bis nach Marokko gekommen, haben aus eigener Anschauung Not erlebt von Menschen, früher nur durch einen Bildschirm getrennt, aber dann eben aus eigener Anschauung. Und dann ist ihnen auch noch das Geld ausgegangen auf der Rückreise und sie haben selber Hunger verspürt. Und das war so der letzte Ausschlag, dass wir sagen, wir wollen irgendwas tun für die Menschen, denen es ja damals schon sehr viel schlechter ging als uns. Und wir haben dann verschiedene Organisationen kontaktiert, die es damals gab, ob wir dort mitarbeiten könnten und Geld sammeln könnten. Hatten aber das Gefühl, dass wir da keinen großen Einfluss drauf hätten, wie diese Finanzen dann verwendet würden. Und dann haben wir gesagt, wir gründen einen eigenen Verein. Und das ist in Deutschland ja relativ einfach. Und man 7 Gleichgesinnte setzen sich zusammen, schreiben eine Satzung, reichen die ein beim Amtsgericht und beim Finanzamt und dann kann es losgehen. Das Problem ist nur, wer vertraut einem 25-Jährigen, mein Bruder war 22 und die anderen noch jünger, sein Liebstes an, nämlich seinen Geldbeutel. Das war natürlich eine Herausforderung, dieses Geld, das wir haben wollten und brauchen würden, um die Projekte durchzuführen, auch zu bekommen. Jetzt sagen Sie, es lässt Sie staunen, wenn wir heute über Spendensummen in Höhe von 260 Millionen Euro sprechen. Wie schwierig war es denn tatsächlich, auch damals, 79, 80, 81, die Menschen dazu zu bekommen, zu spenden? Und letztendlich, Sie waren damals darauf angewiesen, weil ohne Geld keine Hilfe. Ja, also wir haben natürlich in der Anfangsphase keine Personalausgaben gehabt. Wir haben das alles in ehrenamtlicher Funktion gemacht, die ersten 5 Jahre. Und mein Bruder und ich, wir haben uns überlegt, wie können wir zu Geld kommen. Und mein Bruder hatte einen Freund in der Nähe von Kaufbeuren, wieder Geltingen bei Türkheim. Der hatte eine Varietébühne mit der Bezeichnung Zauberstadel, der Hardy. Vielleicht haben Sie von ihm schon mal gehört. Und dieser Zauberer Hardy hat im Sommer 1979 den Weltkongress der Zauberkünstler organisiert. Und dann hat Dieter, mein Bruder, gesagt, komm, da gehen wir mal hin, schauen uns das an. Und da waren dann Taschendiebe, Feuerschlucker, Jungfrau zersägen und so weiter. Und wir haben dann danach all diese Künstler gefragt, ob sie denn bereit wären, für Humedica kostenfrei aufzutreten. Das war dieser Galaabend der Magie. Dieser Galaabend der Magie am ersten Adventssonntag 1979. Und erstaunlicherweise haben alle Ja gesagt. Und nicht nur die Künstler, die eben verschiedene Tricks vorgeführt haben, sondern wir konnten also noch eine Big Band Herbert Pfannschmidt gewinnen, dann die Allgäuer Meisterjodlerin, wir sind ja Allgäuer, Helen Roos. Und
dann haben wir uns gedacht, wie kann noch Geld reinkommen, außer durch das, den Eintritt, und haben dann eine Tombola organisiert und haben dann hunderte von Briefen mit, damals mit der Schreibmaschine noch geschrieben, und hatten ganz tolle Preise. Der erste Preis war eine Reise für zwei Personen nach Mallorca, der zweite eine Fahrt erster Klasse nach München und ein Wochenende im Sheraton Hotel. Ich weiß heute noch nicht, wir hatten ja nichts zu bieten, außer dem, was wir gerne tun würden. Und der Oberbürgermeister Krause hat uns damals eben den Stadtsaal in Kaufbeuren kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und an diesem Abend war die ganze High Society von Kaufbeuren da und wollte natürlich sehen, was diese jungen Leute da produzieren. Das war jetzt ein Abend. Das war ein Abend, genau. Und dieser Abend hat 5.000 Mark an Reinerlös gebracht. Wo wir so viel Geld haben wir auf einem Haufen noch nie gesehen gehabt. Und dann ging es also folgendermaßen weiter. Ich war dann am 31. Dezember 1979 zu einer Silvesterfeier zu einem Freund meines Vaters in Frankenried bei Kaufbeuren eingeladen, bin da kurz vor Mitternacht hingefahren. Und das war ein Doppelhaus. In der linken Hälfte hörte ich schon aus dem Keller die Musik. Bin dann runtergegangen und das Haus war leer, außer der Partykeller, der war in Funktion. Und dann habe ich den Freund von meinem Vater gefragt, du Mann, warum ist denn das Haus leer? Er sagt so, da ziehe ich erst ein, wenn ich heirate. Ich weiß nicht, ob die ihren Allgäuer Dialekt versteht. Das kriegen wir hin, oder? Ja, genau. Ja. Und dann sagt er, ja, er hat also noch niemand. Dann sage ich, dann könnte er ja diese Doppelhaushälfte Humedica so lang zur Verfügung stellen als Büro. Und das hat er dann auch gemacht. Und kostenfrei? Dann waren wir 2 Jahre dort drin. Und dann hat er die Frau seines Lebens kennengelernt, da mussten wir raus. Und dann hat der Unternehmer Dobler in Kaufbeuren uns ein anderes Gebäude zur Verfügung gestellt. Und so haben wir uns vorgearbeitet im Laufe der Jahre. Jetzt hatten Sie das erste Geld, also genau. Das erste Geld als Humedica, als richtig, Hilfsorganisation. Ja, genau. Was haben Sie mit dem ersten Geld gemacht? Mit dem ersten Geld haben wir eine Hilfsmaßnahme in Uganda unterstützt. Aber zu dieser Zeit war natürlich auch ganz in allen Medien die Hungersnot in Äthiopien. Mhm. Das war 1980, 81. Und damals hat ja der Karl-Heinz Böhm bei einer Wetten-Das-Sendung mitgemacht und hat da zu Spenden aufgerufen, dass man eine Mark, einen Schweizer Franken oder 20 Schillinge an die jeweiligen Bundespräsidialämter schicken soll, um den Menschen in Äthiopien zu helfen. Und da kam relativ viel Geld zusammen. Und dann haben die Bundespräsidialämter gesagt, Herr Böhm, jetzt müssen Sie auch was dafür sorgen, dass dieses Geld entsprechend umgesetzt wurde. Und er hatte natürlich jetzt keine Ahnung von humanitärer Hilfe. Wir waren, ich sage damals schon, die Einäugigen. Er war noch der Blinde. Und er hatte einen Auftritt im Stadttheater in Kaufbeuren. Und da haben wir uns danach getroffen im Hotel am Kamin und haben darüber gesprochen und haben ihm unsere Hilfe angeboten. Und so haben wir am Anfang die ersten 2 Jahre, bevor er dann Menschen für Menschen gegründet hat, ihm geholfen, Waren einzukaufen und nach Äthiopien zu transportieren. Und ein zweiter Kontakt, der uns sehr geholfen hat, war durch den Herrn Neudeck von Kap an Amur, ist Ihnen vielleicht auch ein Begriff, eine Organisation, die auch damals geholfen hat. Wir haben den Herrn Neude kennengelernt und auch er hat unsere Unterstützung gebraucht, weil wir eben wussten, wo kann man preisgünstig Arzneimittel, Nahrungsmittel kaufen und eben diese Transporte durchführen. Woher hatten Ihr Bruder und Sie, woher wussten Sie, wie helfen geht? Das wussten wir eigentlich nicht, das haben wir uns so langsam angeeignet. Ich meine, ich habe als Ehrenamtlicher beim Roten Kreuz schon mehrere Jahre mitgeholfen. Seit meinem 16. Lebensjahr im Kreisverband Ostallgäu in Marktoberdorf. Habe dort das Jugendrotkreuz damals gegründet, weil ich dort zur Schule gegangen bin. Und habe natürlich etwas von der humanitären Hilfe über das Rote Kreuz mitbekommen. Aber die praktische Umsetzung dann, die Beschaffung von Hilfsgütern, den Transport, das mussten wir langsam lernen. Haben aber viele Unterstützer gehabt, wie die Spedition Daxa in Kempten, die uns geholfen hat, Sachen zwischenzulagern und dann eben auch zu transportieren. Also wir haben da sehr viel Unterstützung bekommen. Sie haben dann noch, ich bleibe mal dann doch bei dieser Formulierung, 50 Mitarbeiter, genau. Voll beschäftigt und 500 ehrenamtliche Helfer. Ja, es sind eigentlich mehr Ehrenamtliche. Wir haben ungefähr 500 ehrenamtliche Einsatzkräfte in unserer Datenbank, die
im Fall einer Katastrophe eben in das Katastrophengebiet reisen könnten. Die sind alle bei uns trainiert worden. Das sind Mediziner, aber auch Krankenschwestern, Krankenpfleger und auch Koordinatoren, die so das Drumherum organisieren müssen. Die werden alle in Kaufbeuren trainiert von uns und vorbereitet auf diese Einsätze. Und dann haben wir noch ungefähr dieselbe Zahl an Personen, die uns vor Ort helfen. Wir haben ja diese Weihnachtspäckchenaktion, Geschenk mit Herz, wo wir jedes Jahr ca. 70.000 bis 80.000 Päckchen in ganz Bayern sammeln. Und da brauchen wir sehr viele Helfer, um diese ganzen Päckchen durchzusehen. Dann gibt es Leute, die bereit sind, Fahrdienste für uns zu machen, mit unserem LKW Hilfsgüter abzuholen oder unsere Einsatzkräfte an den Flughafen zu bringen mit dem Medikit, das gebraucht wird für so einen Einsatz. Also es gibt sehr viele Menschen, die ihre Zeit investieren, aber auch glücklicherweise ihr Geld uns anvertrauen. Wie viel Arbeit ist das, Humedica, mit diesem großen Personalstamm heute zu verantworten? Ja, ich meine, der Aufwand ist relativ groß und ich denke, als Gründer hat man natürlich noch eine andere Beziehung zu dieser Organisation, als wenn man Seiteneinsteiger ist. Also ich habe mich immer sehr verantwortlich gefühlt in all den 40 Jahren, nicht nur für meine eigenen Mitarbeiter in Kaufbeuren, sondern auch die vielen Menschen, die von uns abhängig sind. Wir haben ja Schwesterorganisationen in Sri Lanka, Brasilien, Kosovo, in Indien und in Äthiopien, die natürlich auch von diesen Finanzen, die wir sammeln hier, abhängen und die Familien. Und das war mir immer ein ganz besonderes Anliegen, dass das auch klappt. Und es hat mit Gottes Hilfe auch immer geklappt. Wie viel... Nee, ich frage anders. Wofür macht man das? Also am Ende ja wahrscheinlich nicht für Ihren eigenen Monatslohn, den Sie sich dafür nehmen, sondern am Ende ja wahrscheinlich für Erlebnisse, oder? Ja, gut, Erlebnisse hat man natürlich auch. Jetzt sind das nicht immer die schönsten Erlebnisse, die Sie sich vorstellen können, denn wir reisen ja nicht irgendwo hin, wo wir Urlaub machen können, sondern wir sind normalerweise eben in Gebieten, wo große Not herrscht. Also ich meinte mit Erlebnis auch gar nicht nur was Positives, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass einen auch antreibt, eben doch auch mal das Strahlen eines Kindes zu sehen, das ansonsten nicht viel hat im Leben. Oder die Mutter, die ihr Kind nicht verloren hat, weil wir eingegriffen haben. Wir haben auch Einzelfallhilfen, wo wir Menschen hierher nach Deutschland holen und in einem Krankenhaus, das uns kostenlos zur Verfügung stellt, dann eine Operation durchführen lassen. Ja, diese Begegnungen mit Menschen, denen wir helfen können, die bauen mich natürlich auf und auch meine Mitarbeiter natürlich. Aber ein großer Antrieb für mich ist auch mein christlicher Glaube, dass ich aus meinem Glauben heraus, weil ich denke, wir sind verpflichtet eigentlich, uns geht es so gut hier in Deutschland, dass wir eigentlich verpflichtet sind, denen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und ich glaube, wir tun noch viel zu wenig. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen zu uns kommen. Stimmt es, dass Sie jeden Tag mit einem Gebet beginnen? Ja, wir haben jeden Morgen um 8 Uhr eine Andacht. Und da beten wir nicht nur, sondern wir singen zunächst mal, lesen etwas aus der Bibel. Wir haben so ein Andachtsheft, das wir jeden Tag durchgehen. Und dann beten wir vor allem für diejenigen, die im Einsatz sind. Denn Sie können sich vorstellen, wir haben Menschen immer in Gebieten, wo es auch für Leib und Leben gefährlich werden kann. Ich selbst habe auch mehrfach bin durch Erkrankungen gegangen, die ich mir bei Einsätzen geholt habe. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir auch Gottes Schutz erbeten bei diesen Einsätzen, die eben nicht ungefährlich sind. Das haben Sie Herr Groß gerade eben schon gesagt, Sie haben sich selbst mal Krankheiten eingefangen, Malaria beispielsweise. Genau. Und das war so ernst, dass Sie tatsächlich um Ihr Leben kämpfen mussten. Das ist richtig. Ich war in Afrika unterwegs, zunächst in Kenia, dann über Uganda nach Sambia und hatte mich wohl in Kenia durch Malaria angesteckt, indem eben diese Mücken mich gestochen haben, hatte mir aber nichts dabei gedacht, hatte auch Malaria-Prophylaxe genommen, aber auf dem Heimweg hatte ich hohes Fieber, bin dann nach Hause gekommen, meine Frau hat dann angefangen, Wadenwickel zu machen, das hat aber nicht geholfen und am nächsten Tag haben wir den Hausarzt geholt und der hat natürlich gleich daran gedacht, dass das Malaria sein könnte, hat einen Test gemacht, bin dann ins Klinikum Kaufbeuren eingeliefert worden, der dortige damalige internistische Chefarzt hat gesagt, er hat als Missionsarzt in Ghana gearbeitet, er wüsste also mit Malaria umzugehen, aber es wurde immer schlimmer. Ich habe dann
Mikrozirkulationsstörung im Fuß bekommen, habe also kein Gefühl mehr gehabt, habe eine Lungenentzündung bekommen, Nierenversagen und bin dann mit dem Helikopter nach München geflogen worden. Da wurde dann ein Blutaustausch vorgenommen, weil ja die roten Blutkörperchen bei Malaria-Infektionen zerstört werden. Und da habe ich das dann geschafft und habe überlebt und habe dann weitermachen können. Gab es in Ihnen den Moment, in dem Sie überlegt haben, ob sich der Einsatz auch des persönlichen Lebens, ob sich das lohnt? Ja, das war so etwa 5 Jahre, nachdem ich angefangen hatte. Ich bin ja von Beruf Krankenpfleger und habe damals im Krankenhaus Nachtdienst gemacht, vor allem um tagsüber dann für Homedica zu arbeiten. Und bin dann eben an den Rand der Erschöpfung gekommen, habe Magengeschwür bekommen. Und da war schon ein Zeitpunkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, lohnt sich das alles? Aber bin dann angestellt worden bei Homedica, sodass also der zweite Job wegfiel. Und da hat sich dann alles wieder weiterentwickelt. Das heißt, den Punkt, an dem Sie gesagt haben, ich höre auf, ja. So weit kam es nie. Oder gab es mal den Moment, dass Sie überzeugt werden mussten? Nein. Also, dass ich überzeugt werden musste, weiterzumachen, da kam es nicht. Aber ich habe mich selber gefragt, hat es Sinn? Denn es ist natürlich so, wenn ich mir die Welt anschaue, trotz des vielen Geldes und der Kraft, die wir investiert haben, ist die Situation ja nicht viel besser geworden. Die Not der Welt ist immer noch groß. Und wir tragen selbst dazu bei, dass es nicht besser wird. Also, das könnte einen schon demotivieren, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich mache es wirklich aus meinem Glauben heraus und denke, dass es wichtig ist, dass man Leute immer wieder mit der Nase auch draufstößt und sie darum bittet, dass sie ihren Teil dazu beitragen, dass diese Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden können. Das haben Sie selbst schon angesprochen. Ich habe mir im Vorfeld zu dieser Sendung ganz oft die Frage gestellt, und jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, ich hatte im Vorfeld immer eine Frage in meinem Kopf und habe gefragt, mich persönlich, kann man diese Frage in so einer Sendung stellen und darf man die stellen? Aber tatsächlich, wenn Sie es jetzt selbst ansprechen, die Frage in mir war, lohnt sich das alles denn überhaupt, wenn wir feststellen, es ändert sich gar nichts auf der Welt? Im Gegenteil, es wird immer schlimmer, zumindest gefühlt. Nicht nur gefühlt, es ist auch Tatsache so. Nur ich habe gelernt, dass ich mich auf eine bestimmte Gruppe von Menschen konzentrieren kann. Also zum Beispiel im Libanon sind wir seit 2012 tätig an der Grenze zu Syrien und betreuen dort syrische Flüchtlinge, die in 35 sogenannten Tented Settlements, so wilden Flüchtlingssiedlungen wohnen, wo wir mit 2 mobilen Kliniken basismedizinische Versorgung leisten. Das ist die Aufgabe, die wir haben und den Menschen helfen wir und denen retten wir ja auch immer mal wieder das Leben. Ich darf mir natürlich nicht das antun zu sehen, die ganze Welt, ich bin verantwortlich für die Not der ganzen Welt, dann würde ich das nicht schaffen. Aber wenn ich weiß, es gibt bestimmte Zielgruppen, denen ich definitiv auch helfen kann mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, dann tue ich das auch gerne. Ich habe noch 1000 Fragen an Sie, aber wir haben nicht mehr die Zeit für 1000 Fragen, okay. Aber vielleicht schaffen wir 990. Wir machen vorher eine kurze Pause, sind sofort zurück, auf ein Bier mit. Vielen Dank für den Moment und bis gleich. Okay. Angebote so vielfältig wie die Menschen. Automobile Vielfalt. Bei Ihrem Autohaus Seiler. Autohaus Seiler, Ihr Vertragshändler für Volvo und Mazda. Markusstraße in Ulm-Söflingen. Entdecken Sie die schönsten Seiten in Schwaben. Im neuen Top-Magazin Ulm Neu-Ulm. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Willkommen zurück. Schön, dass Sie bei uns geblieben sind. Gilt für Sie alle und im Speziellen für Sie. Schön, dass Sie bei mir geblieben sind. Wäre sonst irgendwie eine komische Sendung, wenn Sie nicht mehr da wären. Sie haben gerade eben, wir sprechen über Homedica, über Ihren Einsatz in mehr als 40 Jahren. Sie haben gerade eben schon geschildert, wo Sie selbst waren. Und Sie waren in ganz vielen Orten dieser Welt, um zu helfen, selbst mit dabei und haben selbst mit angepackt. Was ist Ihnen am deutlichsten in Erinnerung geblieben? Am deutlichsten in Erinnerung ist mir das Land Sri Lanka. Das hat mehrere Gründe. Ich habe
1981 einen Batik-Künstler aus Sri Lanka kennengelernt. Ein Schulfreund hatte mich mit ihm in Kontakt gebracht und er hat ganz tolle Bildbatiken gemacht und hat mich gefragt, ob wir helfen würden, dass er Ausstellungen macht im Allgäu und er würde 25% des Verkaufserlöses an Humedica spenden. Das haben wir dann gemacht. Und als er wieder abgereist ist, hat er gesagt, ich komme aus Sri Lanka, weißt du, wo das ist? Ich sage, nee. Schöne Insel, kann man toll Urlaub machen. Überleg dir doch mal, wenn du das nächste Mal deinen Urlaub planst, ob du nach Sri Lanka kommst. Gut, ich habe im Krankenhaus damals gearbeitet, 1983, und bin am 25. Juli 1983 nach Sri Lanka geflogen und komme in eine Situation, die ich natürlich nicht erwartet habe. Es haben also die Auseinandersetzungen zwischen den Tamilen und Singalesen begonnen, die dann in einen 26-jährigen Bürgerkrieg gemündet haben. Häuser haben gebrannt, Menschen sind umgebracht worden, es war ein Chaos. Und die Touristen sind alle ausgeflogen worden und ich habe gesagt, ich kann nicht davonlaufen, wenn ich für eine Hilfsorganisation arbeite, auch wenn ich Urlaub habe, und musste dann unterschreiben, dass ich auf eigene Verantwortung da bleibe. Und das Hotel war dann leer. Ich bin zu meinem Freund Jayanta dann nach Mount Lavinia in der Nähe von Colombo mit dem Taxi gefahren und wir haben dann angefangen, Hilfsmaßnahmen zu organisieren für die Tamilen, die eben sich in Kirchen und Schulen und Tempel geflüchtet hatten. Und daraus ist eine ganz langjährige Kooperation geworden. Wir haben dann, nachdem wir verschiedene Hilfslieferungen hingeschickt haben, in letzter Konsequenz unseren Verein gegründet dort als Schwesterorganisation Humedica Lanka und haben verschiedene medizinische Projekte durchgeführt. Und dann kam der 26. Dezember 2004. Sie können sich erinnern, das war der Tag, an dem dieser Tsunami stattfand. Es war ja ein schweres Seebeben vor Indonesien. 9,1, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Also wie gesagt, ich bin am 26. in der Früh, es war ein Sonntag, wir wollten eigentlich in den Gottesdienst gehen. Ich schaue nochmal ins E-Mail rein und sehe ein Erdbeben auf der Stärke 9,1. Da war klar, wenn das in der Nähe von bewohntem Gebiet ist, braucht so ein Land Hilfe. Und ich habe meine Familie in den Gottesdienst gebracht, bin ins Büro gefahren, habe alarmiert meine Mitarbeiter. Und wir haben dann angefangen, einen Einsatz zu planen. Und im Laufe des Vormittags hat sich dann herausgestellt, dass dieses Seebeben einen Tsunami ausgelöst hat, der unter anderem auch Sri Lanka betroffen hat. Und so haben wir uns dann entschieden, unseren Einsatz in Sri Lanka durchzuführen. Ich habe dann angerufen bei der LTU. Damals gab es noch diese Fluggesellschaft, die inzwischen pleite ist. Und die hat uns immer sehr unterstützt. Und die hatten einen Flug geplant für den 26. abends um 20 Uhr ab Düsseldorf. Ich habe dann angerufen und gefragt, ob wir da Plätze haben könnten. Haben sie gesagt, ja, der Flug ist eigentlich storniert, aber sie fliegen leer mit der Maschine hin, um Touristen, die von der Katastrophe betroffen sind, auszufliegen. Und wenn wir es schaffen, bis 20 Uhr in Düsseldorf zu sein, dann können wir mitkommen, kostenfrei, mit unserem Material und Personal. Und wir hatten auch einige Journalisten dabei. Und die Lufthansa hat uns dann geholfen, von München nach Düsseldorf zu fliegen. Und als ich in Düsseldorf ankomme, denke ich, wo ist mein Reisepass? Hatte meinen Reisepass vergessen zu Hause. Habe dann unseren Leiter angerufen in Sri Lanka, den Pastor Sam Rajasurya, und habe gesagt, Sam, ich habe keinen Reisepass dabei. Er sagte, no problem, we are praying for you. Da sage ich, ja gut, also ich bin ja schon einer, der an Gebet glaubt, aber ich habe keinen Pass dabei, das funktioniert schon. Okay, wir kamen an ein Gate, wo ja niemand anders war außer wir. Es kamen Bundesgrenzschutzbeamte, die Kontrolle gemacht haben und ich hatte meinen Personalausweis dabei. Den habe ich gezeigt, die haben nicht reagiert, bin ins Flugzeug rein, habe gedacht, jetzt ist alles okay. Wir kommen in Colombo am nächsten Morgen an, als eine der ersten ausländischen Organisationen überhaupt. Und ich gehe an die Passkontrolle und sage, ja, wir sind hier ein Team zum Helfen, aber ich habe meinen Reisepass vergessen. Nee, sagt er, da kann ich Sie nicht reinlassen. Ich sage, ich muss aber rein. Nein, also ohne Reisepass geht nicht. Glücklicherweise kannte ich den Station Manager von LTU aus früheren Flügen und habe ihn gefragt, Herr Gunnar Ratner, was soll ich denn machen? Die lassen mich nicht rein. Ich sage, kein Problem.
Ich hole sie nachher, da kommt jemand von der deutschen Botschaft, der stellt Notpapiere für Menschen aus, die ihren Pass verloren haben im Tsunami. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Und der Mann von der Botschaft fragte dann, woher kommen Sie denn? Ich sage, glaube nicht, dass Sie kennen, kleine Stadt im Allgäu, Kaufbeuren. Und sagt er, nein, da bin ich geboren. Nein. Ja. Und dann hat er mir so einen Notpass ausgestellt, der 4 Wochen gegolten hat. Den habe ich noch als Souvenir aufbewahrt. Und so konnte ich ein- und auch wieder ausreisen. Ich wusste, ehrlich gesagt, dass Sie Sri Lanka sagen würden auf diese Frage. Aber ich hatte mit einer anderen Antwort gerechnet. Die kommt noch. Die kommt noch. Die kommt noch, ja. Sri Lanka ist mir natürlich dadurch ganz ans Herz gewachsen. Ich bin ja während des gesamten Krieges dann immer nach Sri Lanka gereist. Und dass ich überhaupt ins Kriegsgebiet einreisen konnte als Ausländer und Weißer, war sowieso ein Wunder für sich. Das ist eine eigene Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen kann. Aber als ich im Jahr 1993 im März wieder mal nach Sri Lanka geflogen bin, war es so, ich hatte immer eine Sondergenehmigung vom Verteidigungsministerium. Und wenn ich dann an den Checkpoint der sri lankischen Armee kam, haben die mich natürlich durchgewunken, während alle anderen durchsucht wurden. Man durfte keine Kamera, keine Filmrollen, damals gab es also noch keine Digitalkameras und auch keine Batterien und so weiter mitnehmen, aber durch mein Dokument haben sie mich in Ruhe gelassen. Und ich gehe da am Sonntag in Gottesdienst und dann sagt der Pastor, da ist ein Ehepaar, die heiraten heute und ist keiner da, der Fotos macht, könntest du ein paar Fotos machen? Sag ich, ja, mache ich es natürlich gerne, habe dann fotografiert und im Garten standen 3 junge Damen. Und in Sri Lanka ist es so, die Menschen, wenn man sie fotografiert, schauen immer sehr ernst. Und ich habe gedacht, wie kriege ich die zum Lachen? Und habe gesagt, oh, they are the 3 most beautiful girls in Jaffna. Die haben gelächelt, ich drauf gedrückt. Die schönsten Frauen, ja, da. Genau. Und dann habe ich später, als wir nach Colombo zurück sind und ich die Bilder entwickelt habe, unvorsichtigerweise gefragt, wer die freundliche junge Dame, die so nett lächelt, in der Mitte ist. 6 Monate später war ich dann verheiratet mit ihr. Wir haben inzwischen 3 Kinder, Rebecca, Priscilla und Benjamin, wohnen in Kaufbeuren natürlich. Und meine Frau hat sich sehr gut eingelebt. Ich wusste, dass Sie die Geschichte eben auf Sri Lanka erzählen würden. Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit, leider. Ja. Mhm. Aber was mich tatsächlich umtreibt, jemand, der so gerne hilft, und ich glaube, wir haben das alle gemerkt heute Abend hier und auch zu Hause, jemand, dessen Passion es ist, den Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, kann der einfach so in Rente gehen? Nein, das kann er nicht. Das kann er nicht. Es gibt zwar einen Zeitpunkt, in dem man vielleicht sich überlegt, in Rente zu gehen, aber ich habe mir natürlich genau überlegt, wie ich das organisiere. Erstens habe ich 2 Nachfolger gefunden, die schon seit fast 5 Jahren bei uns arbeiten, die ich die letzten 2 Jahre eingearbeitet habe und auch mein Netzwerk übergeben habe. Und wir sind immer wieder gefragt worden, was tut ihr denn für Bedürftige in der Heimat? Und da haben wir immer gesagt, unser Fokus ist auf internationaler Not- und Katastrophenhilfe und nicht auf Hilfe hier in Deutschland. Und dann haben wir uns entschieden, wir gründen eine Stiftung. Die Stiftung heißt Nächstenliebe in Aktion und in dieser Stiftung werde ich mich jetzt dann engagieren. Wir haben verschiedene Aktivitäten für einsame Menschen. Wir haben samstags ein Seniorenfrühstück, wo Menschen zusammenkommen können, um nicht zu Hause zu sitzen. Wir haben eine Aktion, die wir nennen Stammtisch, wir sprechen Deutsch. Das sind vor allem neu zugewanderte junge Frauen, die keine Chance haben, Deutsch zu sprechen. Oder auch besonders förderbedürftige Kinder, die am Donnerstagnachmittag betreut werden. Und wir konnten einen Fenebergmarkt in einen Second-Hand-Laden mit dem Namen Family Store umfunktionieren, der also sehr gut besucht ist und auch die Finanzen generiert, die wir brauchen für die sozialen Aktivitäten. Was wünschen Sie sich zum Schluss von uns allen, die wir heute Abend hier sind und von all denjenigen, die uns auch zu Hause sehen? Also die Unterstützung. Es gibt vielleicht Leute, die ganz konkret mitarbeiten wollen. Da kann man auf die Website gehen. Man muss also nicht nur Arzt oder Krankenschwester sein, sondern auch wenn man ein Multitalent ist und als Koordinator mitarbeiten möchte, kann man sich registrieren und wird dann eingeladen zu einem Training. Diese Möglichkeit gibt es. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu spenden. humedica.org/spende geht man auf die Website, kann man einen Betrag seiner Wahl dann anklicken und auch vielleicht den Zweck noch nennen, den man gerne unterstützen möchte. Wolfgang Groß, ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Bedanke mich für dieses Gespräch. Gerne. Kommen Sie gut ins Rentenleben sozusagen. Jawohl. Herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank, Herr Wagner. Vielen Dank an Sie.
Dankeschön. Auf ein Bier mit. Für heute Abend sage ich herzlichen Dank. Kommende Woche sehen wir uns wieder. Und von Ihnen brauche ich dringend noch eine Unterschrift auf meinem Bierdeckel. Dankeschön fürs Zusehen. Machen Sie es gut. Okay. Mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.